Esther. Heute ist schon der dritte Advent. Kinder, geht es nicht schnell? Heute zünden wir schon die dritte Kerze an. Du, und es gibt eine tolle Geschichte vom Leo und den Engeln im Schafstall bei deinen Freunden. Hör mal gleich, was passiert, okay? So, du Esther, ich setz dich schön daher, nimm das Buch und du und die Kinder, ihr dürft die Geschichte hören. Es ist der 13. Dezember, der dritte Advent. Verwirrt setzte Leo sich auf und rieb sich die Augen. Hatte er vergessen, die Kerze auszupusten? Oder warum war es hier so hell? Er zog sich zwei Strohhalme aus der Nase. Wie waren die denn dahin gekommen? Er sah sich um. Nein, die Kerze war aus, aber woher kam das Licht? Und da entdeckte er die beiden winzigen Engel, die im Stroh direkt neben seinem Bett saßen. Sie schauten sehr erschrocken. Leo sah, wie sie aufgeregt mit ihren Flügeln wackelten. Er schloss die Augen. Das ist alles nur ein Traum, ein schöner Traum, dachte er. Doch als er die Augen wieder öffnete, waren die beiden immer noch da. Verflixt, Lucia, das hast du jetzt davon, zischte die eine. Ach, der wird uns schon nicht die Köpfe abreißen, flüsterte die andere. He, du da, wer bist du? Rief die erste. Leo rutschte das Herz in die Hose. Leo, stammelte er, ich mein, ich bin Leo. Leo. Lucia zog die Augenbrauen hoch. Wir sind nur hier, weil wir Stroh brauchen. Wir sind gleich wieder weg, erklärte sie, stand auf und ging auf das Loch in der Wand zu. Pauline blieb sitzen und schaute hinauf in Leos verblüfftes Gesicht. Das ist Lucia, erklärte sie, und ich bin Pauline. Wir sind Weihnachtsengel. Wenn du Lust hast, kommen wir morgen wieder. Schön hast du's hier. Sie sah sich um. Was redest du da? Zischte Lucia und verschränkte die Arme. Wir kommen nicht wieder. Wir müssen arbeiten. Und da bemerkte Leo die Hüte, die die beiden trugen. Genau wie sein Sternenhut. Hektisch kramte er nach ihm. Schaut mal! Er hielt Lucia und Pauline den Hut hin. So einen habe ich auch. Ach ja? Lucia schmunzelte. Wie seltsam. Also, wir gehen jetzt. Komm. Seufzend stand auch Pauline auf und folgte Lucia. Kurz bevor sie durch das Loch verschwanden, drehte sich Pauline nochmal um. Ich besuch dich mal wieder. Dann verschwand sie in der Dunkelheit. Leo saß wie versteinert auf seiner Matratze. So, Esther. Hat der Leo heute Besuch bekommen? Wie schön, gell? Und wir verabschieden uns von den Kindern. Liebe Kinder, wir sagen euch auf Wiedersehen und freuen uns auf das nächste Mal. Mäh, mäh.